Wir haben noch einen in der Runde, Herr Dr. Deckers, Frankfurter Allgemeine Zeitung, der nicht gesprochen hat. Lieber Dr. Deckers, es ist ja nicht unriskant, Sie einzuladen. Man kommt gar nicht umhin, damit schon als Parteigänger der Medienkampagne gegen den Bischof von Limburg dazustehen. Wir haben das trotzdem getan, weil wir wie viele deutsche Bischöfe und Experten der Meinung sind, dass Sie einer der besten Kenner der katholischen Kirche Deutschlands sind und auch der Meinung sind, dass Sie das in Ihrer Berichterstattung über das Bistum Limburg von einigen schwarzromantischen Ausrutschern vielleicht abgesehen und mir gezeigt haben, dass es leere Fensterhöhlen gibt am Bischofshause, der damals gab, ist bekannt. Aber dabei wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns jetzt zum Abschluss der ersten Runde Ihre Einschätzung mitteilen würden. Natürlich Ihre eigene Motivation und Berichterstattung, vielleicht auch schon vor dem 24. Juni, aber auch eine Gesamtschau, denn man könnte ja, da könnte man einen ganzen eigenen Abend zu veranstalten, dieses Thema Medienkampagnen sehr genau analysieren. Und da würde man zu dem Ergebnis kommen, dass natürlich, und das hat unser Bischof zu Recht heute im Vatikan-Magazin bemerkt, die Formulierung Protzbischof und Protzbau völlig unangemessen ist. Man würde dann aber vielleicht vor allem auf die Bild-Zeitung stoßen, die derlei Kampagnen gerne fährt, und dann zu dem traurigen Ergebnis kommen, dass die Bild-Zeitung bis vor kurzem das letzte Medium war, dem der Limburger Bischof noch ein Interview gegeben hat. Das heißt also, wir haben es ein bisschen schwer zu identifizieren, wo denn genau diese Kampagne zu identifizieren ist. Lieber Herr Dr. Deckers, ich bin gespannt auf Ihre Analyse der Mediendimension der Ereignisse der letzten Monate. Ja, vielen Dank auch von mir. Herzlichen guten Abend. Sie sehen mich hier als, ich sage mal das distanziert ausdrücken, als teilnehmenden Beobachter. Ich bin selber Katholik, vor 20 Jahren nach Limburg gezogen, in Sichtweite des Limburger Dombergs. Deswegen sind mir vielleicht auch manche Dinge aufgefallen, die jemand, der nicht unmittelbar jeden Tag den Dom vor Augen hat, nicht auf den ersten Blick gesehen hätte. Ich bin deswegen nach Frankfurt gezogen, nach Limburg gezogen, habe meine rheinische Heimat gewissermaßen als Exil zurückgelassen, weil die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Theologen einstellen wollte. So wie es damals eine evangelische Theologin gab, heute einen evangelischen Theologen und mich als katholischen Theologen, weil es die Zeitung den Luxus leistet, das Leben der Kirchen beobachten zu lassen, aber auch von Personen, die mehr verstehen von der Sache als nur das, was sie unter Beweis stellen sollten, wenn sie Pressemitteilungen erschreiben. Jetzt will ich hier nicht mal der ganze Vita in der FAZ erzählen, aber nur so viel, es ist nicht meine Aufgabe, die Lebensführung von Bischöfen zu beurteilen, genauso wie es common ist in Deutschland in der Politik, die Lebensführung von Politikern nicht zu thematisieren. Wenn allerdings die Lebensführung umschlägt ins Politische oder wenn mit der Lebensführung bestimmte andere Güter, etwa das Bund und Kommune, einer Diözese bedroht sind, dann kommen auch Fragen der Lebensführung ins Spiel. Ein Artikel, in dem ich die Lebensführung eines Bischofs sehr offensiv zum Thema gemacht habe, habe ich geschrieben im Jahr 2010. Es ging um die Lebens- und vor allem die Amtsführung des damaligen Bischofs Walter Mixer in Augsburg, der sich darauf verstand, sowohl in Eichstätt wie in Augsburg seine Seminare mit Kandidaten zu füllen, die nach dem Urteil seiner eigenen Ausbildungsverantwortlichen überwiegend nicht geeignet waren, was dazu führte, dass sein Ansehen in Rom stieg und stieg, weil die Zahl der Kandidaten immer größer wurde, aber gleichzeitig nahm die Zahl der Ausbildungsverantwortlichen, die darüber ihren Hut nahmen, ab. Das habe ich thematisiert. Ein Jahr später habe ich die Amtsführung, so viel zum Thema Kampagne, des Freiburger Erzbischofs Zollitsch zum Thema gemacht, nämlich vor dem Papstbesuch. Ich wollte eine Erklärung haben und habe viele im Erzbistum Freiburg gefragt, warum die Stimmung im Erzbistum Freiburg so umgeschlagen ist, dass sich, was sich hinterher auch herausstellte, anstatt 300.000 Gäste beim Papstbesuch nicht einmal
100.000 da waren. Es wurden dann 100.000 offiziell, es waren erheblich weniger, bestenfalls 60.000. Aber auch da ist der Umgang der Kirche mit der Wahrheit relativ flexibel. Was übrigens auch Erzbischof Zollitsch betraf, was ich auch geschrieben habe damals, der die Öffentlichkeit über seine Rolle in einem Missbrauchsfall wissentlich in das Licht geführt hat, muss man sozusagen, am Samstag vor, beim Sonntag 2010, was in Freiburg viele wussten, und das waren meine Kollegen von der Sonntagszeitung, die ihm das im Juli dieses Jahres nachweisen konnten. Ich habe im Jahr drauf, im Jahr 2012, im September, zum ersten Mal die Amtsführung von Bischof Demas von Els zum Thema gemacht. Es ging um einen Artikel, der sich mit der relativ stark ansteigenden Zahl von Priesterkandidaten im Bistum Limburg beschäftigte. Jetzt denken Sie nicht, dass das eine 1:1 Umsetzung dessen war, was in Eichstätt und in Augsburg passiert war, aber da waren auch die Ausbildungsverantwortlichen vor. Ich hatte allerdings damals belegbare Hinweise darauf, dass es zumindest bei der Ausbildung oder bei der Dienstnahme eines Priesterkandidaten aus einer anderen Diözese nicht regelkonform zugegangen war, indem man diesen Mann etwa, um ihn noch besser kennenzulernen, hatte der Bischof ihn ausdrücklich von dem Pflichtgemeinsein dispensiert, dass er eigentlich hätte absolvieren müssen, bevor er ins Diakonat gegangen ist. Er wurde vom Staat aus dem Stand mehr oder weniger zum Diakon geweiht. Und das hat mir in der Tat zu denken gegeben, weil ich gedacht habe, hier geht möglicherweise nicht mehr alles mit rechten Dingen zu in der Diözese. Dankenswerterweise haben mich dann die Ausbildungsverantwortlichen aus Frankfurt St. Georgen und auch aus Limburg in Form von Leserbriefen in der Zeitung schriftlich verpflichtet, das alles in Limburg mit rechten Dingen zu tun. Ich habe daran, an der Lauterkeit dieser Person, keinen Zweifel. Diese Person, die mir damals bei dem Artikel im September 2012 vor Augen stand, war im Juni 2013, als ich den nächsten Artikel schrieb, bereits zum Priester geweiht. Gegen den Rat einiger Ausbildungsverantwortlicher, er hatte etwa solche Dinge getan, dass er während der Christenmette die Person, die hinzutraten, um die Kommunion zu empfangen, fragte, ob sie katholisch sei. Auch ein bemerkenswertes Ding, wo mir andere Bischöfe sagen, ein solcher Mann wäre in ihrem Verantwortungsbereich nicht vom Fleckweg zum Priester geweiht worden. Aber auch das war geschehen in der Zwischenzeit im Bistum Limburg. Und Ende Juni gab es zwei Daten, die für mich gewissermaßen den Terminus oder die Termini ad qui darstellte, nämlich die mutmaßliche Entscheidung der Hamburger Staatsanwaltschaft in einer Causa, die die Kollegen vom Spiegel über anderthalb Jahre hinweg, ich sag mal so, am Kochen gehalten haben, nämlich die mutmaßliche Falschaussage in Heide Stadt wegen des Fluges und die Eröffnung des inzwischen als Diözesanes Zentrum St. Nikolaus genannten Hauses der Bischöfe. Gut, was stand in diesem Artikel drin? Es war viel zu lesen, manches Gruselige, manches auch in die Lebensführung des Bischofs zielende, aber ich versuchte im Kern zu beschreiben, wie das, was der Stadtdekan vorhin beschrieben hat, eine Freude, eine Erwartung, eine Hoffnung, die sich mit diesem Mann verband, der Bücher geschrieben hatte, wie dem Glauben Gestalt geben, missionarisch Kirche sein, den erwachsenen Katechumenaten der deutschen Kirche heimisch gemacht hatte, dass diese Hoffnungen umgeschlagen waren in zum Teil massive Enttäuschung, bis dahin, dass sie sich dann kurze Zeit später herausstellte, als zunächst die Zahl 8,5 Millionen, als die endgültige Summe der Baukosten dargestellt wurde und 10 Tage später die Korrektur kam, dass er nur die Summe, die man benötigt hätte, um die bestehenden Bauten zu renovieren, sich als eine glatte Lüge entpuppte und mir damals sich schon die Frage aufdrängte, welche Macht muss dieser Mann haben, dass er andere Männer, gestandene Männer, wirklich so verleiten kann, die Unwahrheit zu sagen, wie er besseres Wissen. Ich habe allerdings im Nachgang zu diesem Artikel, der heftige Reaktionen, vor allem innerkirchliche Reaktionen hervorrief, meine Herausgeber bekamen von kirchenoffizieller Seite aus allen Himmelsrichtungen massives Feuer. Sie haben gestanden wie eine Eins. Ich habe daraufhin einige Fragen, die sich auf das Gebaren, auf das Finanzgebaren des Bischofs und seiner Mitarbeiter bezogen, schriftlich gestellt. Das Ergebnis konnten Sie in der Zeitung lesen. Diese Fragen wurden damals nicht beantwortet, sind bis heute nicht beantwortet. Der Generalvikar gab die Parole aus, diesen nicht einmal den Eingang zu bestätigen, sondern die Fragen ins Leere laufen zu lassen. Diese Strategie hat allerdings begrenzt Erfolg, weil ich, nachdem ich aus dem Urlaub zurückkomme, im August diese Fragen nochmal gestellt hatte, wiederum keine Antwort bekam, ich die Fragen in der Zeitung öffentlich gemacht habe
und habe diese Dinge thematisiert, die Professor Schüller eben erwähnt hat. Was hat es eigentlich mit dem Vermögens der Kirche auf sich, mit dem Vermögensverwaltungsrecht, mit dem Vermögensverwaltungsrat? Und das sind Fragen, die offenbar ins Schwarze trafen, denn diese Fragen wurden hinterher Gegenstand auch der Befragung von Kardinal Raiolo. Und sie sind heute diese Fragen, denen sich die Kommission, die von der Bischofskonferenz eingesetzt wurde, deren Beantwortung sich diese Kommission bemüht, sind keine anderen Fragen. Mit dem Besuch von Kardinal Raiolo setzte allerdings dann nach meiner Wahrnehmung als parteilicher Beobachter natürlich ein, das, was man diese Kampagne heute zu nennen pflegt, dass sich eben Medien aller Art dranhingen an das, was bis dahin nur die FAZ und die Sonntagszeitung in einer gemeinsamen Anstrengung versucht haben, nämlich die Amtsführung des Bischofs zu thematisieren. Und dann, gut, muss man kein Prophet sein, um den Ablauf einer solchen Medienkampagne prognostizieren zu können. Es gibt die klassischen Mechanismen der Skandalisierung, der Personalisierung, der Emotionalisierung. Die Bildzeitung traf natürlich, wie Sie eben gesagt haben, den üblichen Bildton, nachdem sie erst den Bischof hochgejubelt haben, wurde dann von einem auf den anderen Tag gekreuzigt. Das sind die Mechanismen des Boulevards. Ich glaube aber nicht, dass man die zum Maßstab dessen machen sollte, was in der Sache passiert ist. In der Sache geht es, ja, worum geht es eigentlich? Es geht um einen Kulturkampf in der Kirche. Viele sagen, ja, ein Kulturkampf, es sind diejenigen, die einen Bischof nicht mehr ertragen konnten, der untreu ist, der die Rubrik in der Liturgie erfüllt. Den wird das Kirchenvolk in Limburg jetzt mit Hilfe des Domkapitels und anderer machtlüsternder Gestalten weghaben. Mir geht es um eine andere Kultur, mir geht es um eine Kultur des Rechts in der Kirche, mir geht es um eine Kultur des guten Regierens in der Kirche und mir geht es um eine Kultur der Rechenschaftspflichtigkeit in der Kirche, und zwar aller gegenüber allen. Das ist für mich die Kultur, um die es hier geht, und nicht um die Frage, muss man Kanon 517.2 so deuten oder anders deuten, oder hat der Bischof den Bezirksdekan von Wetzlar wegen einer schwulen Segnung unrechtmäßig gemastert oder nicht. Ich habe ihm in der Sache übrigens damals recht gegeben, nur so viel dazu. Wir reden aber über vier Dinge, wenn es um diese Kultur geht. Thematisiert wird in der Öffentlichkeit in der Regel Stilfragen. Ich schreibe nicht über Badewannen, über doppelte Kopfstützen. Ich schreibe auch nicht über Protzbischöfe. Ich schreibe auch nicht so sehr um die Moral. Es muss der Bischof mit sich selber ausmachen, was er dort hat Stein werden lassen. Warum Gärten 780.000 Euro kosten, ist mir bis heute nicht klar, aber ich habe die Entscheidung nicht getroffen und ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen. Mir geht es um das Recht in der Kirche. Mir ist bis heute eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe, von der wir hoffentlich eine Antwort bekommen, auch von der Kommission, wie es gelingen kann, dass ein Bischof in Zusammenwirken mit einem Generalvikar sich ein Drittel des Vermögens des bischöflichen Stuhls nehmen kann und dafür ein Haus baut. Ein Haus für sich, von dem es heißt, es sei ein Haus der Begegnung. Und wenn man das Flächenmaß nimmt, sind für die Begegnung, für die Räume, gerade 18% der Fläche in Anschlag gebracht. Und es ist auch kein Haus, kein diözesanes Zentrum St. Nikolaus. Es ist ein Haus, zu dem nur der Bischof Zugang hat. Es ist eine Form von Hermetik, von einem Abgeschlossensein, wo ich denke, das hat mit dem Bild, ich brauche dafür nicht Papst Franziskus, sondern dem Bild, was ich sozusagen, wenn ich in meiner Gemeinde sonst Katechese halte mit Kindern, was nicht zu dem ich zusammenpasst, mit dem, was ich in der Schrift lese. Aber gut, dann bin ich von der Ebene des Rechts auf der Ebene der Macht. Ich habe jemanden beobachtet, der die Macht hat, das Recht zu brechen und andere das Recht brechen oder bloß zu machen, dass andere das Recht brechen, also andere instrumentalisiert. Meine Frage ist, was ist das für eine Kirche, in der Menschen eine solche Macht über andere Menschen haben können? Eine Macht, die mir schon in einem anderen Zusammenhang deutlich geworden ist, nämlich vor 3 Jahren, als ich über das Missbrauchsthema geschrieben habe. Auch hier geht es um Missbrauch, um den Missbrauch anderer Menschen. Um den Missbrauch anderer Menschen. Und das ist eine Kategorie. Damals, 2010 und auch schon 2002, ging es darum, dass sich Geistliche ermächtigt haben, sind zu Verbrechen geworden an Kindern, an Minderjährigen, an Schutzbefohlenen. Ich will ja nicht von Verbrechen oder anderen Kleinigkeiten reden, um die Ellenfilmtitel zu variieren, sondern ich stehe nach wie vor ratlos davor, wie das hat geschehen können, was im Bistum Limburg geschehen ist. Dankeschön.
danke für diese informative und konzentrierte erste Runde.